Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellwright. Ich glaube, das müsste der dritte Part sein. Ja, mir ist leider ein Malheur passiert und zwar habe ich bei dem Video, das ich eigentlich ursprünglich für heute aufgenommen habe, vergessen, meinen Ton anzuschalten. Ja, ich weiß, total blöd gelaufen. Ich blende euch jetzt aber eine kleine Zusammenfassung ein, was so passiert ist und dann schauen wir einfach, was uns jetzt so erwartet. In dem Sinne, viel Spaß beim Zusehen und let's go! Ja Leute, wir hatten ja die Quest, dass wir drei kleine Fallen und Kaninchenfell zu Dobron bringen sollen. Als ich dann in die Falle geguckt habe, das war wirklich nur relativ kurz danach, war auch schon das drin, was wir gebraucht haben. Das heißt, es hat überhaupt nicht lang gedauert, dass dann auch jemand in der Falle drin war. Wir sind dann also wieder zu Dobron, haben die Sachen abgegeben und er hat uns eine neue Quest gegeben, wo wir drei Wölfe töten sollen und deren Fell zu Dobron bringen sollen. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe dann den Jäger quasi zum Kämpfer umgemodelt und wir sind losgezogen. Ja, das hat dann so semi geklappt. Ich bin dann auch gestorben, weil er mir nicht geholfen hat. Naja, wie dem auch sei. Wir sind natürlich dann wieder zu Dobron, haben die Quest beendet und aktuell hat er auch keine weitere Quest mehr für uns. Anschließend habe ich dann noch ein Lagerfeuer gebaut und eine Lagerkiste, aber das zeige ich euch dann jetzt gleich noch im Spiel genauer. Übrigens haben wir jetzt nur noch 3 Tage bis zum Winter, also ich bin gespannt, wie weit wir dann heute noch kommen. In dem Sinne jetzt viel Spaß. Schlafen stellt deine HP vollständig wieder her. Wenn du oder deine Begleiter einen Kampf verlieren, erscheinen sie wieder, werden aber für eine gewisse Zeit verletzt. Wenn sie erneut verlieren, bevor sie geheilt sind, sterben sie für immer. Verletzungen haben verschiedene negative Auswirkungen. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Was ich eigentlich sagen wollte und womit ich den Part eigentlich beginnen wollte, wir stehen jetzt hier bei diesen zwei netten Personen. Das hier ist der Gastwirt, bei dem können wir übernachten, wenn es mal wäre. Jetzt fragen wir doch mal, ob ich ihm bei etwas helfen kann. Ich fürchte, ich habe im Moment nichts, was du tun könntest. Nun gut. Sonst noch etwas? Kann ich für eine Nacht in eurer Taverne bleiben? Wenn ich jetzt kein eigenes Haus hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auf jeden Fall machen. So, was hat denn der Oscar Lancelet, der Buchhändler, für uns? Seid gegrüßt, Reisender. Die Bücher in meinem Laden sind unverzichtbare Werkzeuge für persönliches Wachstum, Erleuchtung und Selbstfindung. Stöbert in aller Ruhe. Was hast du heute auf Lager? Lehrlingsbuch. Also das nervt mich immer, dass das hier so ein bisschen rumspringt, wenn ich hier drauf gehe. Naja, also das Lehrlingsbuch kann verwendet werden, um deine eigenen Fähigkeiten oder die deiner Siedler im Inspektionsbildschirm zu erweitern. Und da haben wir jetzt Kochen, Ernten, Beweglichkeit, Landwirtschaft, Zweihandwaffen und so weiter. Das ist eigentlich überhaupt keine schlechte Sache, was ich nur nicht verstehe. Ich habe für die Quest, die ich beendet habe, auch wieder Gold bekommen, habe aber nur 25 Gold und das ist ja schon die ganze Zeit. Ihr habt es im ersten Video auch gesehen, dass ich aus der Kiste 50 Gold rausgeholt habe und ich verstehe einfach nicht warum. Vielleicht ist es ja auch wieder ein Bug. Gut, wir können uns also nichts leisten. Was hat er denn noch? Kann ich Ihnen bei etwas helfen? Oh, ich hatte gehofft, dass du mich das fragen würdest. Dein Geschick, Geheimnisse aufzudecken, ist genau das, was ich brauche. Ich habe etwas ausgegraben, das von deinen einzigartigen Talenten sehr profitieren könnte. Ihr habt mein Interesse geweckt. Was ist dies besondere Etwas? Ah, es ist eine Aufgabe, die jemandem mit deiner Unterscheidungskraft entspricht. In unserer Wildnis versteckt sind uralte Schreine. Jetzt konnte ich wieder nicht fertig lesen. Alte Schreine, sagst du, klingt nach etwas, das es wert ist, drüber zu lernen. Wo soll ich anfangen? Genau, dein Sinn für Abenteuer ist unvergleichlich. Diese rätselhaften Relikte sind über das Flachland verstreut, eines davon nicht weit von hier. Ich bin sicher, dass jemand mit deinen Fähigkeiten sie sehr aufschlussreich finden wird. Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für sowas. Nun, wenn ich zufällig auf einen dieser Schreine stoße, werde ich einen Blick drauf werfen. Ich gebe zu, ich bin fasziniert. Ich werde diese Schreine erkunden und dir alle Ergebnisse mitteilen. Ja, nehmen wir das doch, oder? Eine weise Entscheidung. Selbst eine zufällige Begegnung mit diesen Relikten könnte Geheimnisse enthüllen, die nur jemand mit deiner Einsicht entziffern könnte. Ich erwarte deine Entdeckung mit Spannung. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder eine Quest. Altes Vermächtnis. Findet heraus, welche Geheimnisse alte Schreine bergen könnten.
Wer läuft denn hier? Eine verfügbare Quest läuft da. Okay. Was ist das hier? Ein Questziel. Dann ist da wahrscheinlich dieser Schrein, den er gemeint hat. Und unser Hyopai rennt hier rum. Wie machen wir es denn? Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal ganz kurz nach Hause. Was ist denn das jetzt hier Rotes? Sollen wir da mal hin? Ach, das ist die Dame hier. Scheint irgendwie wichtig zu sein. Fragen wir sie doch mal. Emily Feldtrohr. Ach so. Da haben wir doch schon mal geredet, genau. Wie geht es unserem neuen Herrn Diener? Gibt es Fortschritte bei der Suche? Ich überlege, was ich als nächstes tun soll. Hast du irgendwelche Ideen? Mache Fortschritte und ältester Dobron scheint nichts zu ahnen. Also was nun? Machen wir das Erste. Ich nehme an, dass du eine Weile im Flachland bleiben wirst. Also denke ich, dass du an deinem Lager arbeiten solltest. Es ist schließlich dein Zuhause. Dein Zuhause und dein Platz, um dich zu schützen und deine nächsten Schritte zu planen, wenn dir so etwas wichtig ist. Stelle ein paar Leute ein und baue nützliche Strukturen. Du willst doch nicht weiterhin in dieser unbequemen Hütte leben, oder? Nein, es fängt an zu regnen. Ich habe schon an schlimmeren Orten geschlafen. Vielleicht, aber wir brauchen dich gut ausgeruht für die bevorstehenden Herausforderungen. Wenn du deine Suche nach Antworten fortsetzen willst, solltest du auch die anderen Dörfer besuchen. Ich verstehe. Ich habe gehört, dass der Älteste von Padstow ein Problem mit Banditen hat. Es ist eine Gelegenheit, einige der Dorfbewohner dort zu treffen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Verdient vielleicht ein paar Münzen. Selbst wenn du die Antworten nicht findest, wirst du zumindest ein paar Mittel für deine Suche bekommen. Und bei den Göttern sei vorsichtig, wenn du dieses Siegel zeigst. Du könntest jemanden begegnen, der bereit ist zu töten, um seine Geheimnisse zu schützen. Danke für deinen Rat. Also, jetzt haben wir nochmal eine Quest. In der Welt aufsteigen. Mit Z könnten wir diese Quest jetzt verfolgen. Vertrauen und Ansehen. Hilf den Bürgern, Vertrauen in einem Dorf zu erlangen. Verdiene Ansehen durch das Abschließen von Quests. Aha, also diese blauen Dinger sind also quasi, ist also unser Ansehen. Sobald du ein gewisses Maß an Vertrauen in einem Dorf aufgebaut hast, kannst du eine Befreiung durchführen. Okay. Okidoki. Ja, also ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt ja wirklich nur noch 3 Tage haben bis zum Winter, sollten wir vielleicht wirklich schauen, dass wir erstmal unser Dorf irgendwie oder unsere Hütte ein bisschen besser gestalten, bevor ich jetzt an irgendwelche anderen Quests rangehe. Jetzt zeige ich euch dann erstmal noch kurz, was ich noch im misslungenen Part gemacht habe. Genau, hier ist also das gezeigte Lagerfeuer. Da kann man hier jeweils an diese einzelnen Stöcke, also 4 Stück, kann man dann Fleisch etc. hinzufügen und man braucht natürlich immer Holz, was man ins Feuer schmeißt, sonst brennt es nicht, das ist ja klar. So, den Forschungstisch. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ihr den schon gesehen habt. Falls nicht, hier nochmal eine kurze Übersicht. Man hat hier den lokalen Speicher, da kann man natürlich wieder Mats reinpacken für die Herstellung dann. Und hier können wir eben jetzt auswählen, was wir erforschen möchten. Vieles braucht jetzt Sachen, die wir noch nicht haben. Wie zum Beispiel hier das Plankenschild, das braucht Seile. Der Rennofen braucht irgendwelches anderes Material. Das Sammellager könnten wir aber auch erforschen. Ernte Pflanzen in der Umgebung mit Hilfe von Arbeitskräften, am besten in der Nähe von üppigen Gebieten platzieren. Das Holzfällerlager könnten wir auch machen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Lasst uns doch mal das Holzfällerlager erforschen. Dafür brauchen wir jetzt 3x Holz und einen Baumstamm. Das holen wir uns gleich. Jetzt gehe ich nochmal hier zu der Lagerkiste, die ich gemacht habe, denn die hat eine Besonderheit. Und zwar stacken hier die Materialien, wenn ihr sie reinfügt. Ihr habt hier aktuell nur 5 Plätze, aber sie stacken sich. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was es hier mit auf sich hat, das habe ich noch nicht rausgefunden. Da muss ich auf jeden Fall dann nochmal gucken. Okay, dann lasst uns mal die Axt rausnehmen und hier ein bisschen Zeug sammeln. Okay, 3 Hölzer haben wir auf jeden Fall schon mal. Nehmen wir kurz ein bisschen mehr mit.
So, und dann ist hier auch gleich ein Baum. Ein bisschen näher ran. Gut, wo können wir ihn denn schneiden hier? Einwandfrei. Nehmen wir doch gleich mit. Okay, man kann eigentlich ja immer nur einen Baumstamm mitnehmen. Und dann weiter zum Forschungstisch. Und dann können wir das jetzt hier reinlegen. Im Forschungstisch, wie ihr seht, stackt es auch. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass unser Typ hier forscht. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da oben. Mal ganz kurz in sein Inventar. Er ist jetzt gerade auf Wache gestellt. Ich mache ihn jetzt wieder auf Arbeiter. Und dann sollte er eigentlich auch gleich zum Forschungstisch hindüsen. Im Inventar hat er nichts. Trist. Ich nehme an, es muss ab und zu regnen, aber jetzt sind meine Stiefel nass. Ja gut, und was soll ich jetzt dagegen tun? So viel mehr kann ich doch jetzt auch nicht bauen. Wir können ja gleich nochmal gucken, vielleicht, dass wir ihn ein bisschen glücklicher machen. Genau. Hier ist dann ein Hasi und auch natürlich nochmal unser Plumpsklo. Und wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, hier kann man Gegenstände loswerden. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier, wenn das Stück gekochte Fleisch jetzt verdorben ist, kann ich es hier reinziehen und dann verschwindet es irgendwann, denn ich habe hier keine Möglichkeit, in meinem normalen Inventar die Sachen zu löschen. Aber bevor das irgendwie vergammelt, essen wir es. Und jetzt ist es hier vergammelt. Lustig. Dann können wir das doch gleich mal hier in unser Plumpsklo schmeißen. Ich finde es witzig, weil ich das Plumpsklo nämlich extra hier hinter dem Baum gebaut habe, wenn ihr das mitgekriegt habt, damit man seine Privatsphäre hat. Ja, hätte ich mir eigentlich sparen können. Naja, er steht auf jeden Fall am Forschungstisch. Das ist super. Und ich möchte jetzt hier nochmal zu den Gebäuden schauen. Die Werkbank haben wir, Lagerfeuer haben wir, Lagertruhe haben wir, Plumpsklo haben wir, Wohnzelt, persönliche Hütte. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe eine persönliche Hütte. Okay, wenn ich mir jetzt aber mal die persönliche Hütte hier anschaue. Nee, das passt, okay. Ich dachte gerade, sie hätte hier eine Tür, hat sie aber nicht. Okay. Und er ist hier am Grübeln. Dann gehen wir einmal hier hin. Genau, kleine Falle. Einfache Axt, hier können wir also noch nicht mehr machen. Und was geht auf der Seite unseres Arbeiters? Auch nichts. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir jetzt da mehr freischalten können. Was ich gerade jetzt noch gesehen habe, man kann hier auf Zerlegen drücken. Gebäude und Strukturen zerlegen und einen kleinen Teil der Ressourcen zurückgewinnen. Das heißt, wenn ihr euch verbaut habt, keine Sorge, man kann es anscheinend abreißen. Ernten. Herstellen. Verwalten. Naja, okay. Wir können tatsächlich nichts Neues machen. Da müssen wir warten, bis er fertig geforscht hat. Wie lange brauchst du denn dafür noch? Ah, okay, er ist fertig. Interessant. Holzfällerlager. Zeigen. So, hier haben wir unser Holzfällerlager. Ein Arbeiter kann dies nutzen, um Bäume in einem kleinen Gebiet zu fällen und Stämme in Holz zu hacken. Das müssen wir doch dann wahrscheinlich jetzt auch wieder hier machen. Nee, Quatsch. In unserem Baumenü. Herstellung. Holzfällerplatz. Den platzieren wir. Dann einfach hier. Was brauchen wir denn? Holz, 8 Stück. Und Baumstämme. Kein Problem. Oh.
Okay, dann haben wir unser Holz schon mal zusammen. Jetzt brauchen wir noch Baumstämme. Und ich glaube, er ist im Ernten um 2 Punkte nach oben gestiegen. Das seht ihr da links jetzt gerade auf der Seite hier. Dann müssen wir hier nochmal kurz schneiden. Ups, stell dich mal gescheit hin, Mädel. Jetzt kann ich beide aufnehmen. Okay. Dann haben wir jetzt den Holzfällertisch gebaut. Und was steht da? Axt fehlt für Holzfällerplatz. Interessant. Aber Arbeiter werden automatisch zugewiesen. Und was ist hier? Fehlendes Axt. Mhm. Kann ich, wenn ich jetzt hier die mir ins Inventar packe, dann hier hingehe, dann kann ich doch bestimmt... Ach so, nein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Wo ist er denn? Bleib mal bitte stehen. Ich möchte dir mal eine Axt geben. Inventar. Und jetzt kann ich ihm hier die Axt hinziehen. Dann müsste er doch theoretisch jetzt hier hochgehen. Oder? Benötigt ein Werkzeug. Ja, wie soll ich denn da ein Werkzeug reintun? Muss ich das hier reinziehen? Ja, ja. Also manchmal... Hier, dann komm nochmal her. Und gib mir meine Axt wieder. Ja, jetzt passt es. Also die Axt in den lokalen Speicher zielen. Ziehen. Wähle ein Rezept aus, um deinen Arbeitern Aufträge zu geben. Holz. Holz, Holz, Holz. Das heißt, jetzt müsste er eigentlich irgendwas machen. Aber jetzt steht hier immer noch Baumstamm hacken. Baumstämme hacken benötigt ein Werkzeug. Ja gut, ich habe eben jetzt hier die einfache Axt rein und mehr kann ich dann halt jetzt auch nicht machen, ne? Ich möchte jetzt zum Forschungstisch zurück. Ich würde gerne jetzt das Lager erforschen, weil das Lager, da kann er dann nämlich alles hinbringen und dann muss ich nur noch dorthin, wenn ich irgendwelche Ressourcen brauche. Das braucht 5 Steine und 5 Baumstämme. Okay, also einen können wir ja schon mal reinpacken. Das heißt, ich brauche dann eigentlich nur noch Steine. Steine und natürlich wieder Baumstämme. Ach, jetzt habe ich ja mein Werkzeug wieder nicht. Halleluja. Also wieder zurück. Die Axt nehmen. Die Axt ausrüsten. Und auf Baumsuche gehen. Junger Baum ist es nicht, den wir brauchen. Den brauchen wir. Sind hier Steine? Nee, das ist Hanf, okay. Na? Okay, wisst ihr was? Wir gehen erst schlafen, weil im Dunkeln sieht man einfach nichts. Vielleicht hat er ja bis dahin auch schon Baumstämme geholt oder so. Also gute Nacht. Und es ist ein neuer Tag, wie ich ihn so gerne mag. La 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 la. Nein, Quatsch. Okay. Also Erdschumpert da hinten rum. Wie sieht's hier aus? 60% Forschung erreicht. Aha, er hat auf jeden Fall schon
4 Baumstämme rein, das ist nice. Nein, Quatsch, er hat Steine rein. Das heißt, wir müssen jetzt eben noch die Baumstämme holen. Also 4 Stück. Wo war denn der Baum, den wir umgesäbelt haben? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ist der despawned? Weil wir waren doch hier oben, oder nicht? Na gut, schneiden wir halt einen neuen. Ist ja kein Problem. Gucken, können wir jetzt den aufheben? Ja. Sehr schön, dann haben wir schon wieder 2. Die wir reinpacken können. Er macht gleich weiter, das ist auch nice. Können wir den hier? Ja, nehmen wir gleich den. Der ist ganz am Anfang. Ich würde mir auch ganz gerne dann, irgendwann, wenn ich mal hier rumlaufe, einen besseren Platz für ein Lager suchen, das auch halt eben einfach ist. Hier oben wäre es auch cool, aber das ist dann wieder zu nah wahrscheinlich an dem, an der Stadt dran. Deswegen. Kann ich den jetzt auch noch nehmen? Nein. Inventar ist voll. So, mein Guter. Dann hast du hier noch deine letzten 2 fehlenden Baumstämme. Und da forscht er fleißig. Er hat es ja gut, er hat ja wenigstens noch eine Tür an seiner Hütte, ne? Beschwert sich dann bei mir über nasse Stiefel. Der Lubomir. Lager freigeschaltet. Zeigen. Hier haben wir jetzt das Lager, das Hauptlager, in das Arbeiter produzierte Ressourcen, Lebensmittel und andere Ausrüstung bringen. Ermöglicht regelmäßige Lieferungen zwischen mehreren Lagern. So, jetzt haben wir hier nochmal das Holzfällerlager. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz platzieren, auch wenn ich es jetzt noch nicht bauen werde. Das stellen wir jetzt einfach dahin. Und hier haben wir das Lager. Wie groß ist das? Ja, auch ziemlich groß eigentlich, ne? Das können wir ja einfach mal dahin tun. Super, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Bauplatz fürs Lager und für den Holzfällerplatz. Aber ich würde sagen, dass wir das dann im nächsten Part machen. Und somit, meine Lieben, beende ich den Part an dieser Stelle für heute wieder. Es hat wieder ultra viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!